Das Finale der WM 1950, unter Brasilianern besser bekannt als Maracanazo. Es war der 16. Juli 1950, als die alles überragende Seleção vor geschätzten 200.000 Zuschauern im Maracanã von Rio de Janeiro 1:2 gegen den Fußballzwerg Uruguay verlor. Ein böser Geist, der die Brasilianer bis heute verfolgt. Then, I saw very silence, you know. Plötzlich war es ziemlich still. Ich habe mit meinen Freunden gespielt und wusste nicht, was passiert war. Ich war erst 9 Jahre alt. Dann bin ich mit meinen Freunden ins Haus gegangen und sah meinen Vater vor dem Radio weinen. Ich fragte, was passiert war. Er sagte, Brasilien hat das Finale verloren. Heute verstehe ich das. Jetzt hoffe ich, dass mein Sohn mich niemals weinen sieht. Ich hoffe, nicht dieselbe Erfahrung machen zu müssen. Heute, 2014, hofft ganz Brasilien auf A Sexta, den 6. WM-Triumph. Mit insgesamt 5 gewonnenen Titeln ist die Seleção eine Fußball-Supermacht. Doch im Maracanã haben die Kanarienvögel noch etwas gut zu machen. Es ist ein Gespenst, das uns seit 64 Jahren verfolgt. Wenn wir dieses Jahr die Weltmeisterschaft im Maracanã gewinnen, werden wir es austreiben und dahin schicken, wo es hergekommen ist. Dann können wir in Brasilien wieder befreit aufatmen. Es war Alcides Gigia, der vor 64 Jahren den Traum einer ganzen Nation platzen ließ. Mit seinem Siegtreffer stürzte der heute 87-Jährige ganz Brasilien in ein tiefes Tal der Tränen. Unser Land ist bekannt für Sport, vor allem für Fußball. Im Ausland haben mich die Leute immer gefragt, wieso ein kleines Land wie wir so viele Titel haben kann. Uruguayer leben und lieben den Fußball. Alle fangen im Kindesalter an, Fußball zu spielen. So bekommen wir in unserem Land immer wieder neue Spieler. Der Maracanazo, für die Uruguayer eine inspirierende David-gegen-Goliath-Geschichte, für die Brasilianer eine Warnung, einen Gegner nie zu unterschätzen. Nach 64 Jahren des Leidens soll der böse Geist nun endgültig vertrieben werden.